Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute mal wieder mit dem OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir fahren eine Runde auf der Map Ludwigsburg, die man sich im OMSI Forum runterladen kann. Wir befinden uns an der Endhaltestelle Gedenkstätte, werden die Linie 1 fahren. Hier steht auch schon bereits unser Bus, ein MAN A21 mit Void-Getriebe. Ich würde sagen, wir quasseln nicht so lange rum, haben Spaß, steigen in unseren Bus ein, machen den Abfahrbereit, denn Abfahrtszeit ist um 11:15 Uhr und glaube, aktuell ist es jetzt schon 11:09 Uhr, haben also circa noch 5 bis 6 Minuten bis zur Abfahrtszeit. Gut, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, Einstieg, Bus aufrüsten, Fahrzielsätze. Fahrgäste einsteigen lassen und Abfahrt. Wir schalten die Batteriespannung ein. Selbsttest ist noch am Laufen. Aber geben die Linie ein. In diesem Fall die Linie 1. Man hört es schon rattern. Gehe davon aus, das wird die rote 1 sein. Denkstätte, da befinden wir uns ja. Ach nee, da würde es jetzt faktisch hingehen. Also ist das die Zielroute Nummer 2. Schön fließt. So, dort wollen wir hin. Die Fahrzeit beträgt ungefähr, naja, eine halbe Stunde, aber das soll uns jetzt nicht daran hindern, zur Einstiegshaltestelle vorzufahren und unsere Fahrgäste einsteigen zu lassen. Ich wünsche jetzt anbei viel Spaß mit mir, gute Fahrt und viel Spaß mit dem Video. So, Türen sind zu, wir starten den Motor. So, ja. Legen den Gang ein, lösen die Handbremse und fahren vor. Keinen guten Tag, kein Nischt. Bin wieder unter den falschen Menschen. Bisschen traurig. Na gut. Haben sie für umsonst. Schauen mal der Zeit. Spulen die Zeit ein bisschen nach vorne und dann fahren wir auch gleich los. Abfahrtsmeldung bekommen wir dann über das Kassensystem. Der sitzt in der Luft. Dass ich mal richtig hinsetze, sonst fliegt er raus. So, was sagt die Uhr jetzt? 11 Sekunden, dann geht's los. Also unser Abfahrtssignal. Dann legen wir los. Also ich habe jetzt wieder als Wegweiser die Hilfspfeile genommen, weil ich bin hier auf der Karte noch nicht ortskundig.
mir heute auch erst runtergeladen, installiert. War jetzt so mit euch jetzt als allererste Mal die Route. Nächste Haltestelle, Industrie Ludwigsburg. Auch schon die erste Haltestelle. Hier wollen auch schon welche mitfahren. Guten Tag. Grüßen hat man ja heutzutage auch nicht mehr so nötig. Da sieht man mal, wie Corona die Menschen verändert. Nächste Haltestelle, Polizeipräsidium. Willkommen in OMSI, die Nachladeruckler sind auch wieder da. Naja, dann grüße ich auch nicht. Nächste Haltestelle, Reitlinger Straße. Muss rein, gucken sie raus. Junge, Junge, Junge. Die machen alle ein Gesicht hier, das ist ja unfassbar. Haltestelle am Steinberg. Mein Kollege. Schönen guten Tag. Achso, ich wollte hier gar nicht mehr grüßen. Okay, dann erspare ich mir das. Nächste Haltestelle, Hohlebergtor. Oh ja, können wir gleich weiterfahren, hier ist niemand.
Nächste Haltestelle, Postamt Ludwigsburg. Ja, jetzt geht's rechts ab. Also was ich jetzt bisher so sehe von der Karte, bin ich positiv überrascht. Eine fiktive Karte, sehr gut gelungen. Kompliment an den Erbauer. Weil man jetzt hier so sieht, das stockt ein bisschen, aber wir werden das Video schon zu Ende kriegen. Aber es geht. Könnte schlimmer sein. Kein Ton, nischt. Hab ich was falsch gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Haltestelle unter den Eichen. Ich wundere, das Money ist doch gar nicht aufgetreten. Gibt's denn hier nicht? Nächste Haltestelle, Steiner Straße.
Oh, fährt wieder ein Kollege vorbei. So, wir haben einen Moment. Oh, fahren wir weiter. Ampel ist erstmal rot, stehen bleiben. Halt! Ja. Kann man so sehen. Es geht ja schon weiter. Haltestelle Augustestraße. Was auch Blödsinn ist, die Map Bad Hügelsdorf gibt es als fiktive Map seit ein paar Jahren im OMSI-Forum zum Download. Es wird sie nochmal als PWR angeboten, also irgendwo Unsinne, wenn ihr mich fragt. Was meint ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Also ich finde, das ist reines Geldgemache letzten Endes. Naja, wenn jemand meint, er müsste, soll er es bitte schön machen. Viel Spaß dabei. Ich kann es nicht verstehen. Steht da jetzt überhaupt jemand raus? Warum nicht? Warum ist man der? Rettungswagen, okay. Gut, weiter geht's. Das war jetzt wohl aussteigen. Warum ein bisschen zu spät? Warten. Ein bisschen dunkelrot. Mal warten, bis es jetzt grün wird. Ich habe kein so ein hässliches Gelb gefunden für den Bus, wie sie hier auf der Map herumfahren. Deswegen habe ich mir gedacht, naja, komm. Nehmen wir eben halt eine Lackierung vom Fremdunternehmen, ist auch nicht so tragisch. So, wir können weiter. So, einmal raus, einmal rein. Und Dach? Nein. Mal gespannt, wie lange man noch die großen Geschäfte und die Gastronomie geschlossen halten will bei diesem ganzen Terz. Haltestelle Ludwigsburg Hauptbahnhof.
So, Hauptbahnhof sind wir jetzt. Und ging ja fix. Kann ja mal gucken, wie weit wir es eigentlich noch. Oh nee, geht schon weiter. Guten Tag. So, wir wollten ganz kurz mal schauen, ob man auf sie mir jetzt. Ja, es ist noch ein ganzes Stück. So, weiter. Na, bleibt der an der Ampel stehen oder will er weiter? Der bleibt stehen, sehr gut. So, jetzt funktioniert hier irgendwas mit der Ansage nicht. Also Ludwigsburg ZOB. Wunderschön, das klappt ja. Alle Linien, jawohl. Da vorne ist unsere Linie 1, na, oder was? So, einmal rein, einmal raus. Fahren Sie alle lang. Alle Linien, die es gibt. Nächste Haltestelle, Vossberger Straße. Ja, doch, also. Kann ich empfehlen, also die Karte lohnt sich zum Runterladen. Tag. Wollen Sie nicht? Naja, warum nicht? Haben Sie für umsonst? Haltestellenbremse war angezogen, deswegen wollte er eben nicht.
Jo. Nächste Haltestelle, Oppenbergplatz. Das glaube ich mir. Es sind so viele Radwege eingezeichnet, aber bis jetzt nicht ein einziger Radfahrer angetroffen. So muss das sein. Ja, die werden eh nur im Wege. Sollte ein kleiner Schatz am Rande sein. So baut man, das verstehe ich natürlich auch nicht, wieso baut man die Bushaltestellen immer gleich so dicht an nach dem Einbiegen in die Straße rein? Also, das ist ein Sinn, den ich nicht verstehe. Paar Meter weiter in der Straße drin hätte es auch getan. Na gut, es gibt viele Dinge, die muss man eben halt nicht verstehen. Ist das da hinten? Heute der Deutschen Bahn. Sieht beinahe so aus. Nee, ist es nicht. Nächste Haltestelle. Rotenberger Platz. Vergessen. Und natürlich auch vollkommen. Jetzt mal Eis mitbringen können. Wenn du schon kommst hier. So. Ja, wir haben's. Und noch ein bisschen. So, der ist da. Mal rausfahren. Das ist auch der Hammer. Ich hatte noch grün und die fahren hier einfach schon. Auch nicht schlecht. Straße.
Ja, also wie gesagt, es lohnt sich, die Map herunterzuladen. Den Link packe ich in die Videobeschreibung. Macht eigentlich schon ein bisschen Spaß. Warum jetzt natürlich hier kein Ton von den Fahrgästen kommt, meine ich auf der anderen Seite, es schadet nicht. Muss vielleicht an der Einstellungssache sein, muss ich mal nachschauen. Piep, meine Güte. Oh. Hier rein gefahren müssen. Ja, wir müssen mal ganz kurz die Strecke korrigieren. Was ja. Hoffe nur, dass jetzt niemand hinter mir ist. Nee, sie haben alle aufgepasst. Sehr gut. Was für ein Blödsinn. Na gut, das kann passieren, nicht? Zumindest haben wir keinen Unfall gebaut. So, Endspurt. Stadion Ludwigsburg. Oh, nicht schlecht. Auch die letzte Haltestelle. Wir sind gleich am Ziel. Ein bisschen spät.
So, wir sind im der Zielhaltestelle Schönfließ. Lassen wir schmeißen unsere Fahrgäste jetzt noch hier raus. Also das brauchen wir erstmal nicht da. So, schauen wir uns nochmal außen um. Ja, sieht ganz ordentlich aus, die Karte. Also hier ein Kompliment an den Erbauer. Also es ist sehr schön geworden. So, dann hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich auf ein Abo und ein Like freuen. Sage tschüss, bis zum nächsten Video. Bye bye.